peinlich. Mutter schickt Sohn mit diesem Shirt zur Schule und übersieht es. Der kleine Anton geht mit einem McDonalds-Shirt zur Schule, zumindest denkt seine Mutter das. Doch dann bemerkt sie, was tatsächlich auf dem Oberteil ist. Als die Mutter von Antoni ihrem Sohn ein T-Shirt kauft, ahnt sie nicht, was sie später damit auslösen würde. Denn eigentlich will sie ihm damit nur eine Freude machen, doch das geht nach hinten los. Sie schenkt ihm ein vermeintliches T-Shirt mit dem McDonalds-Logo, doch es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich liebe es. Wie Kinder eben sind, will Antoni sein neues Shirt natürlich sofort zur Grundschule anziehen. Immerhin ist er der Überzeugung, dass auf dem roten Oberteil das gelbe M von McDonalds leuchtet und darunter heißt es, "I'm loving it", auf Deutsch, ich liebe es. Doch wer genauer hinsieht, wird feststellen. Das T-Shirt ist nicht so harmlos wie gedacht, das große M ist nämlich kein M, sondern die gespreizten Beine einer Frau in High Heels. Niemand hat es bemerkt. Damit ist das Shirt nicht wirklich geeignet für die Schule. Doch Antonis Mutter Shelly bemerkt die Verwechslung erst, als ihr Sohn aus der Schule zurückkommt. Das Ganze ist ihr sogar so peinlich, dass sie sich mit einem Video auf Facebook entschuldigt. Darin erklärt sie, dass sie der festen Überzeugung gewesen sei, dass das Shirt das Logo von McDonalds zeige. Doch auch in der Schule scheinen die Lehrer das Motiv nicht bemerkt zu haben. Dennoch verspricht Shelly auf Facebook in Zukunft darauf zu achten, was ihre Kinder tragen. Auch vielen Facebook-User scheint das Lastziegel-Logo im ersten Moment nicht aufgefallen zu sein. Hätten sie es sofort gesehen? Thank you.